Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute spielen wir den Supermarkt Simulator, aber wir haben ein neues Spiel begonnen, weil ich gesehen habe, unser Supermarkt läuft nicht mehr. Viele Sachen haben mir nicht gefallen, deshalb beginnen wir hier jetzt diesen neuen Supermarkt. Ja, ganz wichtig, ich habe noch keine einzige Mod installiert, wieso ich das gemacht habe. Fragen sich jetzt manche, ganz einfach, ich möchte das Spiel wirklich komplett neu beginnen, ohne dass irgendwas schon vor installiert ist. Das ist mir persönlich wirklich sehr wichtig. Natürlich kann ich auch verstehen, wenn es jemanden gibt. Der es eben nicht so toll findet. Ja, das ist ganz okay natürlich, aber ich persönlich finde das halt eben viel besser. So, jetzt schauen wir mal. Ja, können wir auch für 4. Persönlich habe ich mir jetzt gedacht, ich mag es nicht so teuer machen. Deshalb sagen wir 4 Euro. 4,49. Das ist doch ein fairer Preis, oder? Ja. Also das finde ich wirklich einen fairen Preis. Ja? Gut, Nudeln, ne? Alles platzieren wir mal so. Okay. So. Mehl, das geht ja bei den meisten immer so voll ab. Ne? Ja, genau. Also wir werden wirklich komplett neu beginnen. Die Mods werden im Laufe der Parts wieder installiert, wieder und wieder. Genau, aber heute ist jetzt erstmal das Ziel, dass wir wieder ein bisschen reinkommen. Der Part wird noch circa 5 Minuten dauern, also nicht lange. Einfach nur, damit ich wieder in das Spiel reinkomme. Hallo? Das macht dann 2,99. Wir wollen auch nicht zu teuer sein. Darf man nicht vergessen. So. 3,99. Ja, ich weiß, das ist etwas teurer. Ich weiß, aber trotzdem. So, 3,49. Wir wollen ja auch nicht so günstig sein. Ja, mal, bei manchen ist es günstiger, bei manchen teurer. Wie bei Hofer und Spar oder bei euch. Ich weiß gar nicht, wie es in Deutschland heißt. Aber Aldi weiß ich aber nicht, wie der Spar Deutschland heißt. Na gut. Nein, ist wieder so. Das ist auch nicht selten. Also, ist lang her. Nein, das ist die Mod mit dem Wechselgeld auch noch deinstalliert. Okay, also tue ich nächstes Mal wieder hinzufügen, weil das ist echt nervig, wenn man es selber abkassiert. Das ist der zweite Kunde. Moin, moin. Endlich mal jemand mit Karte. Geht das? Ja, das finde ich zum Beispiel voll cool, dass man das einfach mit der Tastatur machen kann. Das finde ich cool, persönlich. Ja, ich weiß nicht, wie es manche finden, aber ich persönlich finde das viel besser, als wenn man das händisch alles machen muss. So. Ich kann ganz allein mit diesem Nummernpad arbeiten, toll. Da freuen wir uns über diese kleinen Dinge, wenn die ganzen Mods deinstalliert sind, ja, momentan. Ne? Das ist echt, ja. Das finde ich echt toll. So, 48. Jeder bezahlt ja nur noch mit Karte. Also du, ich habe nichts dagegen, ich bezahle auch nur noch mit Karte. Aber ja, es gibt ja auch jetzt Läden mittlerweile schon, die nur noch Kartenzahlung akzeptieren. Das finde ich nicht toll, weil ich persönlich bar immer noch, manchmal ist wirklich nur bares Wares so. Also das würde mir nicht abgehen, die Mod, dass ich die Zeit wieder vorantreiben kann. Nein, aber müssen bald wieder Dings danach bestellen, Nudeln. Ja, also natürlich würden jetzt manche sagen, wieso hast du nicht einfach 3 Euro immer genommen? Ja, das werden wir vielleicht wirklich machen. Wirklich gescheiter. Weil diese ganzen ungeraden Preise. Komm, das machen wir schnell. Machen wir das einfach kurz. So, da schauen wir jetzt einfach Puderzucker. So. Da machen wir lieber ein bisschen weniger Gewinn, als dass das so kompliziert ist. Außer dann mit. Ja, momentan aber noch nicht so. Vier. So, hat der schon die neuen Preise? Mal schauen.
Das machen wir einfach so. Ja, dann noch die alten. Da gibt es aber eh passend. Hast du schon? Jupp, der hat schon den neuen. Perfekt. So geht das viel chilliger. So, für einen guten Tag. Auf Wiedersehen. So, wir warten wirklich, bis das ausverkauft ist. Das ist gescheiter. Das Brot kauft niemand, ist mir aufgefallen. Ja, das weiß ich eh schon längst. Schönen guten Tag. Komm, wir bestellen schon nach. Wie viel haben wir denn jetzt? Super. Bestellen wir auch das. So. Nudelmehl war das, ne? Genau. Einen Moment. So, ich bin gleich da. Ich muss nur kurz hier Mehl kaufen. Also nachbestellen. So, einen Moment, warten Sie kurz, ich fülle das hier nur kurz auf, ja? Dann machen wir das so. Alles gut, Ma'am. Und was, wenn Sie sich fragen, wann, wo das Müsli ist, das kommt gerade. Es wird gerade geliefert, okay. Wie werft man das so, ja? Oh ja, doch kann es, weil ich muss den Preis festlegen. 6er. Ich bin schon für Sie da. Mit den neuen Preisen ist das viel chilliger. Es geht viel schneller. So, also in zurückgeben bin ich persönlich nicht so gut, aber das muss man, wenn man im Supermarkt arbeitet, schon können. Ich weiß, was die nächste Mod sein wird, und zwar, dass der Supermarkt nicht um, ihr wisst schon, wann schließt. So, aber das frustriert mich immer mit dem Schließen. So, also machen wir ja mal das Licht an. Puderzucker ist aus, so. Dann sind es 44, gut. Haben wir noch kurz Zeit. Ja, ich muss den Puderzucker nachbestellen. Gibt es sonst noch irgendwas, das knapp ist? Nein. Okay. Oder wir schließen halt schon um 8 immer. Dann gehen uns halt Kunden. Also, ich würde sagen, na, machen wir jetzt erstmal nicht. Das Teil ist etwas leer. Dann müssen wir schließen. Ja. Es geht sich knapp aus. So, wird sich knapp ausgehen. Enter so. 6 Euro schnitzen in meine eigenen Preise. So, das ist mir wurscht. Gib mir einfach normalerweise weniger, nicht ein Hunderter. Ja. So, jetzt. Ist irgendwas aus? Nein. Gut, es ist eh gleich vorbei, der Tag.
So, jetzt wird er einmal genau da stehen. Ich würde sagen. Ja, aber jetzt kommt das, ja, genau. Das passt schon. Ich würde sagen, das war's mit der heutigen Episode vom Supermarkt Simulator. Wie immer, wenn ihr mehr sehen wollt, zeigt es mir immer gerne mit einem Daumen nach oben. Da würde ich mich sehr, sehr freuen. Und mit einem Abo natürlich. Und im nächsten Part sind schon die wichtigsten Mods aktiv. Ja? Also, wenn ihr neue Mods sehen wollt, könnt ihr auch gerne einen Kommentar da lassen. Okay, dann bis zum nächsten Mal.